take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es eine weitere Squad Building Challenge. Ihr könnt es sehen, es ist Donnerstag, es ist Zeit für die Top-Partien. Ja, und um diese wollen wir uns heute kümmern. Da ist wieder meistere Challenges rund um die dieswöchigen Top-Spiele. 7 Tage, eine Woche natürlich verbleibend. Ja, und bevor wir reinstarten in das Video, könnt ihr gerne das Video supporten. Und zwar mit einem Daumen nach oben. 300 Likes gehen wir als Ziel raus, falls ihr das Video verfasst habt. Und zwar vor 2 Tagen, wo wir eine fette Ikone gezogen haben. Checkt es gerne oben rechts auf dem i oder am Ende des Videos einmal ab. Da haben wir über 600 Likes geschafft. Wäre natürlich nice, wenn wir das auch heute mal bei den Top-Partien schaffen könnten. Insofern haut in die Tasten, falls ihr so ein Passiv seid, könnt gerne aktiv, zeigt Support, interagiert mit dem Video, teilt es mit euren Freunden und sonst was. Und falls ihr generell keine weiteren SPCs mehr in FIFA 21 verpassen wollt, dann seid ihr genau richtig. Dann gerne auch die Glocke aktivieren, ein Abo dalassen, uns auf dem Weg zu den 40.000 Abonnenten weiter supporten. Fast 75% von den Leuten, die hier die Videos schauen, sind gar keine Abonnenten. Insofern, Jungs, warum habt ihr noch kein Abo dagelassen? Holt es gerne nach, ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Und dann könnt ihr das hier jede Woche haben. Also, würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Wir haben auf jeden Fall diese Woche eine ganz interessante Top-Partien-SPC-Geschichte am Start. Premium Gold Spielerpack gibt es zurück im 25K-Set, was wir am Start haben. Nichts nur diese SPC ist rausgekommen, sondern auch die Volta Rio Set SPC. Eine kleine, feine Trikot-SPC und ja, Liga Spieler des Monats, Ibrahima Niane heißt er. 31 Tage verbleibend. Nichts Großes, ein Squad zum Abgeben. Falls ihr da ein separates Video sehen wollt, zum Beispiel morgen oder Wochenende noch, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber ich denke mal, großartig zu ihm gibt es nichts zu sagen. Aber wie gesagt, falls ihr trotzdem Bock habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und natürlich in die Kommentare schreiben, was habt ihr gezogen in den Top-Partien? Hat ihr Packluck, ja oder nein? Und dann würde ich sagen, starten wir rein. Was für Peer-Partien stehen denn hier an? Ich werde heute natürlich wieder helfen, Lösungen zu finden, die relativ günstig sind. Ja, Tipps und Tricks mit an die Hand geben. Die ein oder andere SPC könnt ihr auch günstig nachbauen. Hört nur richtig zu. Ja, falls Fragen offen sind, in den Kommentaren. Ich sage eigentlich alles hier in dem Video. Also vielleicht das Video mehrfach gucken. Dann könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. Fenerbahce gegen Trabzonspor. Dann haben wir Southampton gegen Everton, Dortmund gegen Schalke und Barcelona gegen Real Madrid. Also relativ geile Partien. Unter anderem dann noch ein Prime Electrum Spielerpack, ein Jumbo Premium Goldpack und ein gemischtes Spielerset mit einem Premium gemischten Spielerset in klein, was wir hier zurückbekommen. Also fangen wir mal an mit Fenerbahce gegen Trabzonspor und da haben wir wie die letzten Wochen auch wieder eine interessante Komponente am Start. Rechts sehen wir wieder Bedingungen und zwar Silber mindestens 8. Anscheinend ist das jetzt immer so vorgegeben, auf jeden Fall die nächsten Wochen vielleicht, dass wir hier auf jeden Fall Silberspieler brauchen. In dem Fall, wie gesagt, mindestens 8. Hier aufpassen, das Ganze könnt ihr nicht 1 zu 1 nachbauen, weil ich hier oben ein ZOM Clément von Stuttgart benutzt habt. Nutzt da gerne RM oder einen rechten Flügel, dann könnt ihr das Ganze aus Deutschland natürlich auch 1 zu 1 nachbauen. Zum einen brauchen wir einen Türken. Ich habe da einen Untradable Türken benommen. Altinay ist das, untauschbar Rechtsverteidiger in meinem Fall jetzt. Wir müssen aufpassen, dass wir in der Nationalitätenregion nicht maximal 5 überschreiten. Da also aufpassen, ja. Dann seltene, mindestens 2. Dann haben wir Silber, wie gesagt, mindestens 8. Und wir haben eine Teamschmie von mindestens 75. Wir haben jetzt 84 erreicht und Anzahl Spieler im Team sind 11. Also ich würde euch einfach einen Tipp geben. Nehmt irgendeinen Türken. Ob der Bronze ist, Silber oder Gold, ist komplett egal. Ich habe ja auch noch ein paar, die sind relativ, er kostet zum Beispiel nur 2 der Münzen hier von Paderborn. Die sind schon relativ günstig. Also macht euch da keine Sorgen. Ja, er muss nicht unbedingt Silber sein, ne, der Türke. Ja, und dann geht ihr einfach oben im Mittelfeld und im Sturm in eine Nation. In meinem Fall ist das Deutschland. Unten bin ich jetzt in die spanische 2. Liga gegangen. Ich habe gedacht, ich habe ein paar mehr Spanier am Start. Ist nicht der Fall gewesen, deshalb die Innenverteidiger nicht Spanier. Aber das vom Prinzip. Also 2 Ligen, beziehungsweise 2 Nationen. Spanien unten zum Beispiel, vorne Deutschland. Und dann einfach 1 Slot mit einem Türken besetzen. Und dann ist das auch schon die SPC. Gehen wir kurz die Namen durch. Falls ihr, wie gesagt, dann in RM oder RF einmal Austausch. Tomeo im Tor, Altinay. Dann haben wir Grippo, wir haben Marcelo Giallo, dann haben wir Cristo Romero, wir haben Eklefisch, wir haben Leis, Morabet, dann haben wir Clement, wir haben Wild und wir haben Manu. Also, das einmal hier der Squad, den wir abgeben. Prangisches Spielerset bekommen wir zurück. Alle Packs machen wir natürlich gleich gemeinsam auf, ihr wisst Bescheid. Und dann gehen wir auch schon direkt weiter. Und zwar zu Southampton gegen Everton. Ja, die nächste SPC, wo wir mindestens 2 aus der Premier League brauchen. Ich bin jetzt hier komplett in die Premier League gegangen, bis auf 1 Slot, den habe ich freigelassen, weil wir brauchen mindestens 2 Ligen. Dann haben wir einen Spieler aus einem Verein, maximal 6, da also aufpassen, dass das nicht überschritten ist. Dann Gold mindestens 3. Wir haben jetzt 10 benutzt, kein Problem. Teamsammlung ist auch nur eine 74, eben hatten wir keine
Team-Gesamtbewertung am Start. Team-Chemie bei 75, hier mit 92. Das könnt ihr 1:1 nachbauen. Aber da nutzt das, was ihr im Verein habt. Egal, welche Premier League-Spieler es dann auch im Endeffekt sind. Müssen ja nicht hier die sein, die ich benutze. Guckt, was ihr im Verein habt. Geht einfach komplett mit 10 Premier League-Spielern und dann 1 Slot freilassen. Gerne mit einem Bronze-Spieler und dann Abfahrt. Ja? In dem Fall hier mal kurz die Namen für euch. Falls ihr sie braucht, drückt auf die Leertaste. Und wie gesagt, aber von der Idee her, vom Konzept her, ihr seht auch, die sind relativ günstig für 400 Münzen. Eine ganz simple Geschichte, Jungs. Und da könnt ihr aber wirklich so gut wie gar nichts falsch machen. Deshalb auch direkt in die nächste SBC gemischte Spielerset. Wie gesagt, falls Fragen noch offen sind, gerne damit runter in die Kommentare. Ich bin gespannt, ob ihr Pekler kanntet, ja oder nein. Wants to watch Team, ja leider nicht mehr zu ziehen. Ja, und hier geht's direkt weiter mit Dortmund gegen Schalke. Mindestens einen brauchen wir da. Und wir haben uns hier für Kabak entschieden. Ja. Wir können uns jetzt hier natürlich auch gerne für einen Sané entscheiden. Ist komplett egal. Ich bin hier wegen Rating auf Kabak gegangen. Ja, und dann haben wir auf Vereine mindestens 4. Ja, da also überhaupt kein Problem. Habt da keine Angst wegen mindestens 4 Vereinen. Spieler aus derselben Liga, maximal 3. Da auch nicht Angst haben, denn ihr seht es, ich bin einfach im Dreieck mit der Bundesliga gegangen. Torwart, 2 Innenverteidiger. Und dann in eine Nation gegangen. In meinem Fall jetzt die Franzosen, weil, wie gesagt, Spieler aus derselben Liga maximal 3. Da ist eine Maximalbegrenzung am Start, die uns dann quasi sowieso nicht mehr juckt, wenn wir einfach nur in eine Nation gehen. Teamgesamtwertung dann bei 75. Das schafft ihr auch ganz entspannt, wenn der einordnere, high-ratete Goldspieler dabei ist. Ihr seht, ein Bronzespieler, 2 sogar und ein Silberspieler mit hier drinne. 80 Teamschmied, die haben wir auch locker mit den 96 dann abgedeckt. Und Spieler im Team sind 11. Also, nimmt ein Dortmund oder ein Schalke, bildet dann da ein Dreieck, zum Beispiel ein Stürmer, dann ZM und ein RM aus Bundesligaspielern bilden und der Rest, wie gesagt, in eine Nation gehen. Frankreich, Spanien, Italien, Niederlande, was auch immer ihr an Goldkarten im Verein habt. Und dann wirklich Abfahrt, ja. Also, ganz entspannte Geschichte. Wir haben einmal Nübel, dann haben wir Amian, dann haben wir Kabak, Boyata untradable, Severin. Dann haben wir Barreto im Konaté, wir haben Linard, 400 Münzen, Valbuena, Erstbesitzer tauschbar, 400 Münzen, ein Mopai. Und Crivelli als Stürmer auch noch Erstbesitzer tauschbar am Start. Also ihr seht, Jumbo Premium Gold Pack ganz entspannt zum Abholen, Jungs. Hier zu den FIFA-Zeiten ganz entspannt und das kriegt ihr auch hin. Das kriegt ihr auch hin. Barcelona dann jetzt gegen Real Madrid. Mal gucken, ob wir von den Tagen das Packlack nochmal ja, quasi verbessern können. Das wäre heftig. Ja, und hier haben wir folgende SBC. Barca-Spieler oder Real Madrid-Spieler brauchen wir mindestens einen. Da habe ich gestern eingezogen, falls ihr das Video gesehen habt, und zwar Untradable Dest. Ja, schaut da, was ihr habt. Ja, und dann geht ihr einfach, so wie ich, gerne komplett in die La Liga. Wir brauchen nur mindestens 2, geht gerne komplett mit der La Liga. Ligen maximal 3. Auch das keine Problematik, wenn ihr in eine Liga geht und in einer Liga bleibt. Selten brauchen wir dann mindestens einen. Team dann mit 75, sehr, sehr low rated und 85er Teamschmied. 100 haben wir erreicht, logischerweise. Ja, sogar out of position Torwart ins LS gestellt. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Herin haben wir am Start, Dest, wir haben Morello, wir haben LaGuardia, Javi Vasquez, dann haben wir Ismael, wir haben Aku Oku, Diop, Ibai Gomez, Unai Etex Baria und Borja Iglesias. Also, das sind die Spieler, die wir hier einmal abgeben. Bleibt in der La Liga. Ganz entspannter Hase. Kauft euch noch ein paar Goldkarten für 500, 400, 600 Münzen, je nachdem, welche Position es ist. Und dann holt ihr euch da auch das Prime Electrum, Electrum Spieler Pack einmal ab. Ja, dann haben wir insgesamt jetzt 5 Packs. Jetzt noch oben drauf das 25k Set. Und da ist das, was wir sehen wollen. Top-Partien abgeschlossen, Jungs. Top-Partien abgeschlossen. Es wird einfach richtig nice, hoffentlich. Premium Gold Spieler Pack nehmen wir da noch mit. Und jetzt heißt es 5 Sets öffnen. Kurz vorher gehen wir noch kurz hier rein. 31 Tage verbleiben für folgenden Squad. Ja, Liga-Ausspieler brauchen wir mindestens einen. Dann einen Team auch durch, 84er Grade in Squad und nur 60 Teamschmie. Macht ihr es? Ja oder nein? Schreibt mir gerne auch dazu eure Meinung in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. Und wie gesagt, vielleicht mache ich auch nochmal ein separates Video zu ihm. So, wir haben was verkauft. Wahrscheinlich der Dortmund-Spieler. Ne, der Türke. Osterhager hatte ich mal angeboten für 1-2 und ein paar Türken. Ja. Aber wie gesagt, da natürlich auch dran denken. Spieler verkaufen, Jungs. Spieler verkaufen. Und dann gucken wir jetzt mal rein. In die Packs. Komm, gemischte Spielerset. Ein Seltener ist hier nur drin. Was kann es uns hier geben? Hashtag Packluck in die Kommentare mit der Leertaste. Sonst muss ich das Ganze manuell freigeben, Jungs. Wir fangen an mit keinem Walkout. War es ein Wandspieler? Ich konnte es gar nicht genau sehen. Nee, es war kein Wandspieler, sondern Stürmer. Suarez, 75er gerated. Spanische erste Liga oder was? Spanische erste Liga. Granada, Wolf noch vom FC am Start. Oh, spanische erste Liga und Brasilianer und Silberspieler.
Ja, der könnte früher oder später richtig gut Coins bringen. Also da dann auch immer gucken. Silberspieler natürlich jetzt durch die Top-Partien gefragt. Falls ihr irgendwas seht, was Coins bringt, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare, falls ich irgendwas übersehe. Premium Goldspieler-Pack. Komm. Gönne uns die, ey. Ach, komm schon. Komm schon, das kannst du doch besser. ZM Deutschland, 81er Kedira. Joa, nehmen wir mal mit für SBC. Ja, Tonali noch am Start, 77er. Sind schon gute dabei. Werden wir früher oder später bei den Top-Partien spätestens dann verwenden. Hier unter anderem ein UCL-Spiel am Start. Und mit dem haben wir auf jeden Fall schon mal saftig Coins gemacht. Haben wir auf jeden Fall eben normal abgegeben, kann ich mich noch erinnern. Und er kostet gute 7k. Und die bieten wir auch direkt an. Für 7k brauche ich nicht. Und Marsal können wir auch nochmal anbieten. Erstmal auf die Transferliste und dann haben wir noch drei Packs. Komm schon, weitere UCL-Karten. Das kann uns hier auf jeden Fall jetzt die Coins bringen. UCL-Karten ist das, was wir wollen. Walkouts. Und es geht weiter mit. Das wird ein Wandspieler. Das wird ein Wandspieler, Jungs. Hä? Nee. Hä? Hab ich verguckt. Gomez, 80er. Schade. Wen haben wir noch am Start? Ach komm, gib mir doch den UCL. Hier haben wir Türken am Start. Linksverteidiger und Silberkarte. Ja, das ist auch ordentlich. Können wir für 2,9 anbieten. Sollte auf jeden Fall gut weggehen. Was ist mit ihm hier los? Gute Friese am Start bei ihm. Packen wir mal alles rein in den Verein. Komm schon. Jumbo Premium Gold Pack gleich noch, Jungs. Foot 21 Design auch den Pack drauf. Was haben wir jetzt am Start? Das ist nicht die erste Wand, sondern 80er. Nur 80er gerated, Miranda. Nur noch 80er gerated. Was ist da los? Oh, UCL-Karte selten, Jungs. Ah. Was ist da los? Kostet gar nichts. Sanson. Warum hat der andere dann eben so viel gekostet? Man weiß es nicht. Viele Silberkarten auf jeden Fall. Marquit und er auf die Transferliste. Gucke ich alles später nach. Und jetzt noch das Jumbo Primo Gold Pack. 7 seltene. Paar Verbrauchsobjekte. Komm. Das wird UCL. Special Karte? Wait, what? Oh mein Gott. Ich dachte schon. 82 UCL Spieler Tauban. Ich dachte, hä, warte mal, habe ich was verpasst? Tauban wird's. Aber warum wird er angezeigt und der andere nicht? Volland noch am Start. Ah, hätte besser sein können. Hatte ich jetzt mehr erhofft. Schade. Gut. Hat uns eher ein bisschen reingetrickst da mit der ganzen Geschichte. Auch keine guten Chemistry Styles. Geht besser, würde ich sagen. Ich bin gespannt, was ihr drin hattet in eurem Set. Ich würde sagen, das war's gewesen mit den Top-Partien für diesen Donnerstag. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zum frischen 19 Uhr Content und dann am Wochenende Doppel-Upload wieder am Start. Ihr wisst Bescheid. Und so würde ich sagen, Support ist kein Mord. Lasst gerne ein Abo da, gerne die Glocke aktivieren und den Kommentar nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute!